Willkommen zurück zu 6YMM. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, was, wieso, weshalb, warum 6YMM, war es nicht eigentlich 5YMM, dann guckt euch einfach nochmal den Anfang vom letzten Part an, da erkläre ich, was es damit auf sich hat. Jetzt geht's weiter mit Moxie und All Your Boss Bays Are Belong to Us. Ein sehr beliebtes Meme aus dem Spiel Zero Wing, woran auch nochmal das Thumbnail erinnert. Einfach ein extrem schlecht übersetzter Satz. Der es sogar als Easter Egg in Breath of the Wild geschafft hat. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die in hylianischer Schrift geschrieben sind. Ist das ein Musiklevel? Und einer dieser Sätze lautet All Your Bays Are. Oder vielleicht auch der ganze, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall muss ich mich hier beeilen. Das will das Level auf jeden Fall von mir. Hi Fishy! Bin ich zu schnell? Nein? Ist das Zero Wing Musik? Ich bin noch am Leben? Nein! Was war das denn? Na, hier habe ich das Pow herbekommen. Das hätte ich vorher schon früher gehabt. Ich habe wieder nicht geschnallt, dass ich da unten lang muss. Hier geht's lang. Uff. Sind die Münzen für mich? Jetzt geht's los. Oh, natürlich. Bisher bin ich zweimal gestorben. Beides Mal war ein Fisch schuld. In was für einem Level bin ich denn hier gelandet? München! So. Oh, die Ästhetik, ey. Nicht schon wieder! Wie kann ich dem überhaupt ausweichen? Der bobbt mich da perfekt getimed raus. Vielleicht muss ich schneller sein. Vielleicht auch einfach nur den Knopf gedrückt halten. Who knows? Ach, diesmal macht das nicht. Natürlich nicht. Diesmal habe ich ja auch damit gerechnet. Nein! Hier ist so viel los. Kann ich den Fisch mitkillen? Ich würde ihn gerne mitkillen. Da ist ja gar kein Platz. Da ist ja gar kein Platz. Na gut, wenn man sich mega beeilt, dann schon. Z? Sig? Kabemski. Juhu, ich darf Fische killen. Das Level ist brutal. Wieso ist denn das so brutal? Bleib ich jedes Mal hängen. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Geht's da oben irgendwo rein für den Kuchen? Immerhin mal einem Fisch ausgewichen. Noch einem Fisch ausgewichen. Was mache ich nur gegen das Wasser? Das Wasser ist tödlich. Ist trotzdem irgendwie überlebt. Sieht aber nicht danach aus, als wäre das noch lange der Fall. Komme ich irgendwie an die Blume da unten? Mit Ach und Krach. So, kann ich jetzt mal kurz aufräumen? Schlimm. Von hinten werde ich auch noch abgeschossen. Die Feuerkugel hat sich hinterm Fisch versteckt. Ach, hier. Ich kann mir eine nachholen. So. Ja, das hast du super gemacht. Was für ein Chaos. Ist Zero Wing? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein Spiel ist, ne? Ich kenne nur das Meme. Das hier ist, Chaos pur. Heiliges Strohhelmchen. Kommt auch noch das Wasser. Das war doch die ganze Zeit nicht da. No! Ich kann echt nicht alles im Blick behalten. Da kommt von hinten was. Dann sind da 50.000 Fische. Bowsers Feuer. Plötzlich wieder ein Fisch aus dem Nichts. Weil die auch umdrehen, die Roten, ne? Die lassen ja nicht locker.
Und dann poppt er mich wieder da oben rein. Ich muss einfach hoffen, dass ich hier so viel Power-Ups einsammeln kann, dass ich trotzdem nicht sterbe. Er ist down. So, brauche ich jetzt die Feuerblume noch? Ich riskiere lieber mal nichts. Nehme nochmal eine mit. Vorausgesetzt, es wird mir auch nur ansatzweise erlaubt. Nein, was, warum? Ach so. Habe ich hier irgendwas Cooles gefunden? Ja. Und da ist Ballman again. Hi, Ballman. Das sieht sehr vielversprechend aus. Ach so. Sick. Das war ein merkwürdiges Level. Railgun Run 6 und Shelmet von Pink Tops. Regeln. Erstens. Patrons müssen ihre eigenen Gedärme von der Rennstrecke säubern. Zweitens. Viel Spaß. Klingt irgendwie nicht so, als würden die beiden Regeln zusammenpassen. Beziehungsweise, wenn man sich an die erste hält, nicht halten muss, dann hat man vielleicht Spaß, ja. Aha. No, Momentum. Oh ja, das ist ein reines Momentum-Level. Da werde ich wirklich sehr viel Spaß haben. Ich glaube, da gehöre ich eher zu denjenigen, die ihre Gedärme von der Straße kratzen müssen. Wie so ein überfahrener Igel. Nein! Ich meine, man muss es nicht machen. Das ist für die roten Münzen, aber ich will die schon haben. Sonst kriege ich am Ende keinen Kuchen. Wow! Man kann da fast nicht gegen ankämpfen. Wider Gates! Ich hab's falsch getimed. Ach, da kann man stehen! Da ist noch so ein Soundgeräusch, ne? Von einem Laser-Mecha-Cooper. Damit es sich so anhört, als würde dieses Ding dieses Geräusch machen. Das sind schöne Details. So, die rote Münze ist borderline tobsuchterregend. Weil du musst ja anlaufen, sonst hast du nicht genug Schwung. Aber beim zweiten Schritt ist man schon von dem Panzer runter wieder. Der macht echt keine Gefangenen. Da hört der Spaß auch schon auf. No! Danke! Die Frage ist nur, wie oft muss ich das noch machen? Sehr oft. Sehr oft. Ach nein, ich kann auch einfach warten, bis der da unten anschlägt und dann das entgegengesetzte Momentum ausnutzen. Ja, okay. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Und das hier wäre ebenfalls einfacher, wenn man einfach drauf stehen bleibt. So muss ich jetzt hier nochmal extra drauf springen. Aber das ist nicht das Problem. Kann ich hier oben hin? Nein? Sieht so erkundbar aus. So. Diesmal time ich es bestimmt wunderbar, um es einzusammeln. Was war das denn? Das ist halt schon gruselig, wenn man auf dem Ding springen muss. Mal draufstehen, das ist nicht das Problem, aber drauf landen, während es sich bewegt. Danke für die Demonstration. Da ist eine 6. Steht das auch für 6YMM? Oder vielleicht 6 Challenges, die man hier bewältigen muss? Ich hab das Leben! Ab jetzt wird alles gut. Vertraut mir, ab jetzt wird alles gut. Die Münze spare ich mir jetzt mal. Totenschädel. Ah, Checkpoint. Gibt's also doch. RR. Ich denke mal, das heißt das hier. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ach, das überlebt man nicht? Hätte ich mir auch irgendwie denken können. Das ist aber ein super spaßiges Level. Und womit man mich sowieso immer haben kann. Ich muss hier noch was aktivieren. Luftschiff bei Nacht. In diesem Spielstil. Sieht einfach so hübsch aus. Wenn nur die Hitboxen ansatzweise so hübsch wären wie Luftschiff bei Nacht. Das ist halt echt erbärmlich, ne? Dass man da nicht hinspringen kann, sondern einen das killt. So eigentlich schon oben drauf auf dem Panzer. Knapp daneben halt einfach. Hätte ich jetzt schon wieder wechseln müssen, oder?
Yay! Dafür ist wahrscheinlich der Totenschädel, oder? Dass man da springt. Wie ich hier rumgeschleudert werde. Ha! Noch ein Totenschädel? Obwohl da gar nichts passiert? Ich muss die ganze Zeit nicht mehr umsteigen. Das war voll die falsche Fährte. Hier hätte ich noch irgendwas anderes machen können. Wahrscheinlich hätte ich doch umsteigen müssen. Kann ich hier? Ich hab den angestupst. Ich denke aber trotzdem, hier ist die beste Gelegenheit. Ja. Ja. Und heppa. Genau. Ja. Durchaus machbar. Kriege ich dafür nochmal einen Checkpoint? Yay! Aber das Leben kriege ich nicht. Was bedeutet dieses RR? Vorhin dachte ich, es heißt, dass man rückwärts springen soll auf den anderen Panzer, aber in diesem Fall wird man es ja gar nicht sehen. Wenn man nicht stirbt. Hier bin ich. Jetzt muss ich erst warten, bis der weg ist. So. Wird natürlich wieder nichts mit meinem Leben. Nein! Heute noch? Danke. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das mache. Ich mach's trotzdem mal. Ah! Das war eine gute Entscheidung. Nächste Münze. Und hier muss ich zurück. Also quasi bei diesen Totenschädeln muss ich das jetzt auf einmal machen. Yay! Ein kleiner Erfolg. Ja, die Sprünge sind unfassbar gruselig. So, jetzt steige ich mal um. Das war vielleicht nicht der beste Moment, aber es hat funktioniert. Mich verwirren die Anzeigen. Ich weiß nie... Ich denke immer, die sollen mir anzeigen, dass ich die Panzer wechseln soll, aber irgendwie... Ich gebe mir echt die größte Mühe, so gerade wie möglich auf denen zu landen. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, am geringsten. Aber irgendwie ist das dem Spiel auch ziemlich egal. Wahrscheinlich ist es am besten, man hat die gleiche Geschwindigkeit wie der Panzer oder irgendwie so. Oh oh. So, jetzt bleibe ich einfach mal auf dem drauf. Ohne mir Panik zu machen. Funktioniert sogar. Plopp! Und das ist die letzte Münze. Gibt's dafür einen schönen Kuchen? Ja, der ist durchaus hübsch. Der ist durchaus hübsch. RR. Das steht einfach nur für Railgun Run, oder? Und es hatte überhaupt nichts mit dem Gameplay des Levels zu tun. Was ist mit der Tür da hinten? Uff. Ach so. Oh man. Ich dachte gerade, war schon einigermaßen skillig, oder? Wie ich da über den Zielpfeil drüber gehüpft bin. Swampin' at the Savoy. Savoy heißt Wirsing. Also wird's jetzt appetitlich. Cheroy. Hotel ohne Rückkehr. Cheroy gibt Happy Feet. Und irgendwas mit dem... A yearn to burn? Was heißt das? Ein Verlangen nach Brennen? Wer weiß. Wer weiß. Oh. Hoppla. Was ist denn das da unten? Was macht diese Wellen? Und die Goombas werden automatisch extracted. Das ist quasi eine Wirsing-Fabrik. Wie ich den Stiefel...
hüpfen habe lassen. Was ist das da oben? Das sieht witzig aus. Jetzt wäre ich hier fast in die Lava gelatscht. Gucken wir mal weiter. Ist das ein Spaßlevel? Ich hätte jetzt mal so gar nichts gegen den Spaßlevel. So. Leckere Coins. Da unten sind die Thwomps. Und die Schuhe sind der Wirsing. Mit etwas Fantasie. Warum bewegen die sich eigentlich so komisch? Sind die in Wolken drin? Da passiert schon mal nichts. Oh mein Gott, wie komme ich denn über die rüber? Da komme ich nicht drauf. Ah, das zählt. Also nicht als Treffer gegen mich. Das ist natürlich praktisch. Flupp. No! Man. Ne? So, diesmal mache ich alles kaputt. Die verfolgen mich auch ziemlich gut. Kann man sich nicht beschweren. Ich nehme das mal mit. Jetzt muss ich nur meinen Stiefel wieder treffen. Feuerfisch. Ha, Münze ausgelassen. Aber es gibt ja noch zwei rote Münzen, mit denen ich es wieder gut machen kann. Checkpoint. Was ist mit dem Block da oben? Ah, der ist gar nicht nur zum Spaß. Alles hat seinen Zweck. Der Stiefel ist so riesig, ne? Sieht echt cool aus. Oh, oh. Hier kommt aber schon da unten, oder? Nicht so ganz. Oh, die ist schwierig zu kriegen. Ich glaube, die lasse ich auch da, wo sie ist. Auf ein neues. Ja, irgendwie muss man für die abbremsen. Ich habe noch nicht ganz Der Raum ist irgendwie ein bisschen überflüssig, oder? Nochmal als Vorbereitung. So. Was muss ich tun, damit die mich genügend verfolgen? Vielleicht lieber doch nicht stehen bleiben. Als ob! Die tun nur so, als ob sie mir helfen wollen. Dabei sind sie die größten Widersacher. Hintergänger. Verräter. Oh oh, das muss reichen, das muss reichen. Ah! Brauche ich den Stiefel noch? Es wäre einfacher mit gewesen, aber man muss sie nicht zwangsläufig behalten. Das weiß ich zu schätzen. Oder hätte man hier noch irgendwo abbiegen können? Boss-Action. Ein riesiger Wiggler-Turm. Und diesmal ist es nicht Ballman. Hoppla, was kann ich denn hier machen? Schalter aktivieren? Ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Hat das irgendeine Auswirkung, was ich da gerade mache? Ach so. Vielleicht wäre das keine dumme Idee. Wie viele das killt. Ah, schützt mich nicht. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Roy ist befreit. Ich hatte einfach damit gerechnet, dass er rechtzeitig dahin kommt. Er kann sogar aus Schrägen rauskommen. Man lernt immer wieder was Neues mit diesem Cooperling. Der ist zu intelligent. So. Das nur, damit man sich einen neuen Stiefel holen kann. Alles klar. Wo ist denn jetzt der Donutblock? Der hat sich aber Zeit gelassen. Kriege ich nochmal einen Stiefel? Danke. Das ist ja besser als Zalando. Ich guck gerade, ich sehe das Ziel, aber ich guck gerade, ob ich noch hier irgendwo abbiegen kann Richtung Kuchen oder so. Nicht da rein. Ich muss erst noch eine Stampfattacke machen. Nee, oder? Hier geht's nirgendwo Richtung Kuchen. Da muss ich mich nochmal extra umgucken.
Lol. Diese Stiefel, ey. Habe ich was mit den roten Münzen? Mit den roten Münzen habe ich noch gar nichts gemacht gehabt. Habe ich die überhaupt alle gefunden? Wahrscheinlich nicht. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Oh, da oben ist... Da oben ist eine. Und die habe ich garantiert nicht eingesammelt. Wie komme ich denn an die ran? Nur über den Fisch hier? Das ist ja übelst merkwürdig. Stiefel, wo möchten Sie hin? Nee, von da unten geht das nicht. Zweimal tief, einmal groß. Ich kann mich halt nicht halten auf diesen Thwomps, deswegen kann ich den Sprung nicht. Ich treffe die nicht. Aber das ist vermutlich die Schwierigkeit, die man hier bewältigen muss. Nein. Das ist aber ganz schön gut erwischen, wenn man da hochkommen will. Ah. Ah. Eigentlich soll das nicht passieren, dass sich da drin eine Lücke bildet, oder? Zwischen den Thwomps? Nope. Uff. Ich bin echt am Rätseln, wie die sich das vorstellen. Nein, das ist doch Murks. Ich habe nicht übersehen, dass es hier einen Stiefel mit Flügeln oder so gibt, oder? Wieso konnte ich jetzt nicht springen? 3 Sekunden lang? Das ist, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Bringt's mir hier noch ein Pau mitzunehmen? Ich weiß es doch nicht, ey. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt reichen kann. Und ich schaff's jedes Mal genau in die Lücke zu fallen. Stiefel, verlass mich nicht. Das kann nicht reichen, oder? Geht's hier rein? Nein. Nein! Wieso hat das diesmal nur so wenige Segmente kaputt gemacht? Ich glaube, ich kick diesen Kuchen. Ich kick den einfach kaputt, wenn ich ihn finde. Ich esse ihn nicht. Ich trete ihn einfach weg. No. Oder komme ich von der Seite aus einfacher dran? Auch nicht. Jetzt komme ich nicht mal mehr hier durch. Ich muss den Fisch einfach besser erwischen. Ich hab sie! Jetzt muss ich nur irgendwie noch hier raus. Die darf ich abspeichern, ne? Aber wo war die zweite? An die kann ich mich gar nicht erinnern. Oh, oh, oh. Stiefel Delivery Service hat nicht hingehauen. Ah. Wieso kann man hier überhaupt noch mal raus? Würde mehr Sinn machen, wenn die One-Ways in die andere Richtung zeigen würden, oder? Ist da unten irgendwas? Da unten ist nicht zu. Da kommt man hin. Nur womit? Mit dem Stiefel kann ich ja nicht in die Lava springen. Und von hier aus komme ich auch nicht mehr zurück. Oh, man. Ich meine, hier könnte er natürlich gut irgendwo versteckt sein, wenn man hier nicht drauf achtet. Aber der Abschnitt ist so kurz. Oh, no. Und ich habe auch nichts gesehen jetzt. Das hier war noch komisch. Nein! Oh.
Hat's irgendwas hiermit auf sich, dass man durch die Ranken durch kann? Hier könnte ich... Oh, vielleicht, wenn ich einen Stiefel hätte, vielleicht könnte ich dann hier drauf eine Stampfattacke machen. Ja, vermutlich. Vermutlich. Ich darf den Stiefel nicht hergeben, wenn ich hierher komme. Achso, jetzt kriege ich den gar nicht mehr los. Jetzt muss ich die Münze nochmal einsammeln. Nein, es ist grauenhaft. Das ist grauenhaft, wie das hier gemacht ist. Ich muss mich zurückhalten, irgendwas zu sagen. Ja, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Ich spiele das jetzt einfach so lange, bis ich die Münze wieder habe. Und wenn es das nicht ist, was ich vermute, dann lasse ich es bleiben. Ah, yes! Oh, und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. So, jetzt brauche ich nochmal so einen Fisch. Damit ich da hochkomme. Yes! Da passiert tatsächlich was. Darf ich den... Nee, der Checkpoint nützt mir nichts. Ich muss das jetzt irgendwie überleben. Sonst kann ich die Münze nochmal einsammeln. Oh Gott. Please. Ist das wenigstens Münze und Durchgang zum Kuchen in einem? Wisst ihr was? Auch wenn das jetzt nicht wirklich nach einem Kuchen aussieht. Ist das da unten ein Notenblock? Warum ist da ein Notenblock? Aha. Wo war ich stehen geblieben? Auch wenn das jetzt nicht nach einem Kuchen aussieht. Für mich ist das. Für mich ist das. Ah! Den nehme ich natürlich auch. So, und jetzt raus hier. Ich lasse den YMM-Leveln ja einiges durchgehen. Aber das war echt einfach nur ätzend. Seid ihr auch schon gehypt auf Metroid Dread? Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Bis dahin können wir uns mit Marioid Dread die Zeit vertreiben. Emergency Order. Defeat the Marioid Codename Dread. Ein Metroid namens Dread? Die sind ja auch eigentlich ein alter Hut, diese Metroid-Level. Die werden auch gar nicht mehr gemacht. Eigentlich. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das hier einen neuen Twist hat. Oh, mit Musik! Am Anfang war auch schon Musik, ne? Oh, yes. Metroid-Musik ist top-notch. Besonders, wenn sie aus Super Metroid stammt, so wie die hier. Dann gehen wir mal auf Erkundungstour. Habe ich eine Feuerblume? Nein. Bei Luigi weiß man das manchmal nicht so genau. Ups. Jetzt habe ich auf jeden Fall irgendwas, womit ich mich zur Wehr setzen kann. Ach. Das kriegen wir hin. Genau. Das ist wieder ein sehr cooler Loop von der Musik. Hier brauche ich Bomben. Die müssten sich aber dann irgendwo in der Nähe befinden, sonst kriege ich die ja nicht bis hierhin. Vielleicht ist es auch was anderes. Mhm. Das Power-Up eignet sich echt gut für so ein Metroid-Level. Das Problem, das die meisten Metroid-Level haben und eigentlich auch immer noch hatten und immer noch haben, ist, dass wenn man das Power-Up einmal verliert, muss man wieder den ganzen Weg zurücklatschen, dahin, wo man es ursprünglich bekommen hat. Okay, hier ist noch eine Münze, für die ich dann eine echte Feuerblume brauche. Bezweifle, dass der Kollege da oben so intelligent ist und mir da hinschießen kann. Heppa!
Nur wo kriege ich die her? Hier ist schon wieder sowas? Das ist definitiv was für ein Helm. Also gibt es hier tatsächlich einige Power-Ups zu finden. Nur wo? Ah! Hier zum Beispiel. Weg mit dem. Oh ja, und Zeit. Ein Zeitproblem hatten die Metroid-Level auch immer. Weil sie so riesig sind. Und man dann am Timeout stirbt. Ja, sieht so aus, als hätte ich hier alles getan, was es zu tun gibt. Muss nach mehr Power-Ups Ausschau halten. So, bevor der mir irgendwann später noch in den Rücken schießt, mache ich ihn einfach platt. Haha, aus der Deckung heraus. Hier brauche ich die High-Jump-Boots, sonst wird das nichts. Ich habe den Checkpoint gesehen, aber ich möchte so viel erreichen wie möglich, bevor ich den einsammle. Vielleicht noch eine rote Münze oder so. Ah, kommt hier was raus? Nein! Doch. Aha. Jetzt bin ich fett. Jetzt könnte ich das am Anfang aufmachen. Ich denke, das mache ich auch. Dann kann ich das nämlich auch noch mit dem Checkpoint abspeichern. Ist allerdings ein weiter Weg bis dahin. Hier könnte man sich einen Shortcut öffnen. Das mache ich vielleicht auch kurz. Bringt mir das irgendwas? Nicht wirklich. Aber da es in Metroid auch darum geht, Shortcuts zu öffnen, mache ich das mal. Na, wenn ich den Pilz verliere, bin ich gleich wieder da. Ganz dumm ist das nicht. Na, wie ich den gekillt habe. Das war gar keine Absicht. Ich mache alles kaputt. Oh, das ist ein weiter Weg. Geht das auch? Das geht auch. Multifunktions-Power-Up. Ah, da bin ich zu fett, um durchzukommen. Ah, das finde ich aber cool, dass er diese Shortcuts hier gemacht hat. Trotzdem würde ich jetzt ungern noch das Power-Up verlieren. Da wäre es auch fast schon passiert gewesen. Dank dieses weichen Blockes. Was kriege ich denn hier? SMB2-Pilz. Mhm. War hier sonst noch was? Am Anfang habe ich mich noch gar nicht so gut umgesehen. Das hier kommt mir relativ unbekannt vor. Ah, nee, hier bin ich auch runter. Jetzt erkenne ich es wieder. Dann hält mich jetzt eigentlich nichts mehr davon ab, den Checkpoint einzusammeln. Uah. Voll glitschig. Alles voller Schleim. Ah, hier komme ich jetzt auch noch hoch. Was passiert hier Cooles? Damit kriege ich die Münze. Oh doch, dann habe ich das eigentlich ganz elegant gemacht, oder? Ausnahmsweise mal. Da fehlt jetzt nur noch eine Münze. Vorausgesetzt, die ist nicht in diesem Bereich. Dann hätte ich natürlich ein Problem. Ey! Was für eine Musik kriegen wir? Ridley? Natürlich. Das ist eine der beliebtesten, oder? Ist Ludwig Ridley? Oh-oh. Moment! Der schießt ja wie ein Gestörter. Yikes! Steh auf, Kollege. Steh auf! Nein, nicht dein Ernst. Der hat einfach zu viel Brain. So. Jetzt ist er fällig. Ist doch noch geschafft, ohne zu sterben. Warte. Wie komme ich denn da oben hin? Hier ist schon das Ziel, oder? Da kann ich nicht durch. Ah! An die Clownskutsche komme ich auch nicht ran, so wie die da eingesperrt ist. Und abwarten macht jetzt auch nicht unbedingt viel Sinn. Angenommen, ich hätte die Feuerblume bis hier durchgebracht, das würde ja auch nichts ändern.
Da! Ich meine, das hier unten sieht halt so aus, als könnte man es aufsprengen. Komme ich doch irgendwie an die Clownskutsche ran? Täusche ich mich da mal wieder? Uah. Man kann sie befreien. Und dann kommt man an sie ran. Okay, dann ist da bestimmt was. Natürlich. Nehme ich ein wunderschönes 6YMM mit tödlichen Eiszapfen. Es ist noch nicht vorbei. Oh, lololol. Wer beschießt mich da? Ich möchte das wissen. Zeigen Sie sich. Ist das Crate? Crate ist der wahre Endboss. So, ich bleibe jetzt einfach hier. Da können mich die Eiszapfen nicht erwischen. Muss ich nur noch Bowsers Feuer... sorry, Crates Feuer ausweichen. Naja, ich denke schon, das soll Ridley sein. Von den Blöcken her. Was mache ich jetzt mit dir? Aha! Wenn mich jetzt noch so ein Eiszapfen trifft. Ah! Es war klar, es musste passieren. So. Noch kurz abwarten. Diesmal bin ich auch groß. Kann dieses Debakel nicht nochmal. Ich steige einfach aus. Es gibt keinen Grund, noch weiter in der Karre weiterzufahren. Yippie! Das ist es. Dafür gibt es einen fetten Metroid-Kuchen. Oder in Form von Samus Helm. Das ist auch sehr cool. Dum, 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 dum. Die gönne ich mir jetzt alle. Das war gar nicht mal so eine unanstrengende Woche diesmal, finde ich. Da hat man sich so einen fetten Lebensregen durchaus verdient. Ah. Gut tut das. Nehme ich die drei Münzen da hinten auch noch mit. Und dann können wir alle zufrieden ins Wochenende gehen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Level euch am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns am nächsten Mittwoch, nehme ich mal an, wieder. Bis dahin. Ciao.